AD hört, ja, ich muss AD gehen, 100%. Sunnyfair Threat, ZE, ZW darf ich mich nie in der Mitte treffen lassen, Z-Ult, Fiddlesticks Ult, ich muss immer Fiddlesticks auf dem Schirm haben, Fiddlesticks 4, Fiddlesticks Silence, Aurisham, Alista Ult, Time Kench W, Time Kench Q, ich glaube, ich muss ganz kurz das Bild nachgucken, actually. Haken into Rageblade, klingt gut. Wir sind legit AFK. Das hätten wir deutlich aggressiver spielen können. Der Fiddle wird nicht Early Bot Gang, weil er hat ihn hier nimmt gerade Enemy Blue. Hey, nur weil das das Gute ist von ihm, muss das dann, ja. Danke. Bitte, bitte. Okay, nice. Meine Welt ist gut. Mara, richtig, richtig strong. Wie kann Welt denn haben? I guess durch E-Welt. Oder Aftershock. Hm. Hier wird losgelassen, die geht's. Die spielen nicht mehr. Oh, die keinen Bock mehr zu spielen. Eieiei, die keine Lust mehr geht's. Ich wusste nicht, ob sie doch überhaupt tried, aber sie läuft straight runter. Sie haben mich jetzt trotzdem nicht behalten lassen davon, dass sie runterläuft, sondern muss weiterspielen. Weil vielleicht spannen noch andere in ihrem Team an. Warum nicht schlecht, aber es ist egal. Die muss so wütend sein, ne, ich spiele so schlecht. Sie verliert einfach gegen mich. Ich spiele jeden Fight gegen sie so horrible. Wie geht's? Was war's für eine Welt? Wie kann der so schlecht ausgehen? Was haben die gemacht? Warum cancelt der nicht, was? Ist die wütend. Ich glaube nicht, dass wir ihn töten, oder? Nein, nein, wir töten. Ich denke, es ist ein ganz gutes Base hier. Q-Verbesserung haben ist nicht schlecht. 2 Items, Minute 12 ist nicht bad. Ja, Burl, lass für die Kalista gehen. Für die 1-7 Kalista, da brauche ich die auf jeden Fall für. Hol deinen Assist. Wie hat Rail den, Bro? Wie hat Rail den? Na, ich dachte, sie hat vielleicht einen Ring, deswegen habe ich hier den Kill gelassen. Und ich habe 8 Kills und 2 Items, also auch kein Gold mehr wirklich. Weiß nicht genau, ob wir First Turret Gold scheren müssen, aber gut, anscheinend müssen wir das. Guter Flash. Hat sie einen Damage? Ne, oder? Okay. Bisschen crazy. Das ist so dick, nicht sterben, dieses Gamer. Das ist so ein weirder Habit-Timer, Bro. Und gar keine Vision, sehen niemanden auf der Map. I don't know, wir kriegen diese Tower, aber es ist halt. Ja, das ist für den gut. Bro, das ist ein bisschen sehr deep, no? Ich durfte da nicht für die Ulte werden, deswegen habe ich so passiv gespielt. Jens hat es, der Set ist. Oh mein Gott, das war das zweite Mal, dass sie das reingechockt hat, ne?
Albert. Meine Ult leider maximal schlecht gespielt. Na schön. Deswegen jetzt noch mit Sand. Sollte gut sein. Ja, ich spiele echt schön auf, ne? Das Game ist absolut losable. Ich habe halt beide Sams, sollte eigentlich jeden Fight carryen, aber wenn ich Fight choke, ist das Game auf jeden Fall losable. Wo ist das Team? Wir haben noch einen Stack bekommen, no. Okay, den Fight konnte ich noch spielen, weil ich Flash hatte und Cleanse. Im nächsten Fight muss ich halt Giga aufpassen. Ich hab gleich Ult. Jetzt haben wir aus der Fight halbwegs winning. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber der Fight ist einfach gewonnen. Mein Timing. Boah, ich bin auf jeden Fall nicht wirklich da im Kopf. Aber es reicht. Ich habe halt nur so geboostete Stats, weil die Kalista straight up runtergelaufen ist. Ne? Eigentlich kam so was gutes Game von mir. Also wirklich nicht. Weil Kalista ist halt nach dem zweiten Tod runtergelaufen. Ob da was Game mal doof. Solchen Games sich einen Tod zu fangen, ist auch immer sehr bad. Wenn das Game so geworden ist und man 1000 Gold ist, sollte man nie Tode sich fangen. Reporten auf jeden Fall Kalista. Bin ich nochmal gestorben. Ach ja. Reingeschäst in 4 gegen 4. Die Ulti gewastet, ne? Fairerweise. Ich glaube nicht, dass ich sterben kann, wenn ich nicht so Ulti. Muss einfach nur warten, dass Zed geht und danach ultien. Aber ich habe es halt maximal schlecht gespielt. Ich habe halt geultet, bevor Zed geht hat. Und dann hat er mich ewig kombot. Right. Schlechter Geister gar nicht spielen. Ja, ich glaube, es ist Liebe.